damit man den Rucksack über Nacht nicht auf dem Boden liegen hat, wegen Marder, Maus und Co., baue ich unter meine Ticket to the Moon Hängematte noch so eine Netzhängematte für den Rucksack. Ja, tolles Ding hier von Decathlon, 6,90 € mit einem fetten Reißverschluss. Und ja, das kann man auch als EDC-Pack nehmen, aber das ist jetzt für mich zum Sammeln von Kleinstzeug. Den großen Topf für den Kaffee, den 06er Torx, ja, die Gaskartusche und den Gasbrenner. Ja, gestern die Aldi Trekking Boots ausprobiert, 18 Kilometer. Super Tragegefühl, weich, schmiegen sich an den Fuß an, aber nach 4 Kilometern schon so ein leichtes Feuchtegefühl in den Schuhen. Ah, man schwitzt mehr. Ich habe Funktionssocken angehabt, Wollanteil trotzdem. Naja, fühlen sich gut an, aber im Sommer und im Frühling nicht zu gebrauchen, glaube ich, weil man tierisch schwitzt. Ich hatte dann abends eine Blase am kleinen Zeh und tja, ich weiß nicht, ob das verschuldet durch die Schuhe oder durch die Socken, ich weiß es nicht. Heute die Wanderstiefel Gisport aus Leder. Also oben, entweder vorne, wenn ich links und rechts dasselbe Gewicht habe, dann hier mittig und hänge es unten ein am Stiel. Oder aber seitlich. Ich habe jetzt hier in der Tasche weniger Gewicht als auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Also hänge ich mir die Fiskars hier an und sichere die dann hier nochmal mit einem Karabiner. Hier übrigens habe ich geschenkt bekommen. Wäscheklammern. Die sind auch vielseitig einsetzbar. Schön. Fichtenwald. Buchen. Grenzstein, der ist behauen. Mitten in der Pampa. So eine kleine Schneise. Ja. Wer weiß, was der getrennt hat oder begrenzt hat. So. Ich lasse natürlich ein bisschen in der Wunde der Rinde und schmiere das wieder zu und entnehme natürlich nicht alles, weil der Baum sich selbst dadurch oder die Oberflächenverletzung heilt oder versiegelt. Das reicht. Das war ein Reh.
Gut, dann werde ich hier in der Nähe gleich mal mein Plätzchen, mein Lager aufschlagen. Wie es wächst, ist egal. Hauptsache, es wächst. Umblick möglich, 50 bis 100 Meter in alle Richtungen. Okay, ich baue das jetzt mal zusammen. Und zeige euch das gleich.
kein, was, also noch einen halben Liter, noch 2 Kilometer. Nun geht auch dieses Jahr zu Ende. Möchte ich mich bei allen Abonnenten bedanken, die meinen Kanal abonniert haben und die sich meine Filmchen anschauen. Für viele gute Kommentare, Daumen hoch und Daumen runter, prima. Gehört wohl auch dazu, aber viel schöner oder viel besser ist, dass ich dadurch Gleichgesinnte kennenlernen konnte. So, zum Jahresabschluss gibt es von mir noch ein kleines Rätsel oder ein kleines Ratespiel. Die Preise, die zeige ich dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben hier so einen Steg, der da drüben in das Gelände führt. Ich selbst bin 1,78, wiege 86 Kilo und der Rucksack hat nochmal 12. Für meine Abonnenten ist jetzt, stellt sich die Frage, geht der Eifelwandern hier über den Steg mit seinem Gewicht, Eigengewicht und dem Zusatzgewicht des Rucksacks oder geht er außenrum? Die Abonnenten oder die Zuschauer, die für die Lösung stimmen, für die ich mich jetzt entscheide, kommen in den Topf und dann entscheidet das Los. Und der Gewinner bekommt dann den Preis. Jetzt sind sie weg. Gestern um diese Zeit, dann war ich ein bisschen später, da kreuzten auch drei Böcke oder drei Rehe meinen Weg, 20 Meter vor mir, und sind dann so eine Böschung hoch und oben angekommen und fingen die an zu bellen. So nach dem Motto, was willst du denn hier? Verpiss dich, Alter. Hier wohnen wir. Ich habe dann gerade mal zurückgebellt.
Kaugummidose von meiner Tochter. Ja, für den Gaskocher ist der Windschutz ein bisschen zu niedrig. So. Ja, das ist doch mal ein schöner Jahresabschluss. Guten Appetit. Und euch allen, meinen Abonnenten, ein frohes oder ein gutes neues Jahr. Und einen besonderen Gruß an dich, lieber Jürgen. Kanal Wolkenfänger, du der jetzt in der sächsischen Schweiz unterwegs bist. Frier dir nicht den Arsch ab. Bis 2019. Lili, viel Spaß beim Skifahren. Angekommen.